Uns hat man vorgeworfen, den Paragraphen 214 Absatz 1 und 3. Also das heißt Beeinträchtigung staatlicher und gesellschaftlicher Tätigkeit. Also nicht nur, ich sag mal, wir allein handelnd, sondern in einer Gruppe. Und das war ein erschwerter Tatbestand, in Gemeinschaft handelnd. Und in den ersten Tagen bei den Vernehmungen, also wo es auch wirklich richtig zur Sache ging, wurden auch ja, ständig hohe Haftstrafen angedroht, ne, damit man aussagt oder ja, also das war schon ein Umstand, ich sag mal, die, als wir dort in Erfurt angekommen waren, ich habe nur eine kurze Körperuntersuchung gehabt und dann ging es auch gleich zur Vernehmung. Und zum gleichen Zeitpunkt sind auch meine beiden Freunde mit inhaftiert worden, Rolf Hackelmann und Jürgen Weber. Und das wusste ich auch, das wurde mir auch gesagt. Also das ging auch immer, kam auch laufen, immer mal wieder ein anderer Vernehmer rein vom Nachbarzimmer, entweder von meiner Frau oder von, man hat ja versucht, uns auch gegenseitig oder untereinander auszuspielen. Wurde Ihnen ein Angebot gemacht, dass die Anklage fallen gelassen würde? Das Angebot wurde nicht nur einmal gemacht. Ich dachte, es war zweimal, wo ganz klar gesagt wurde, bekennen Sie sich nicht mehr zu der Protesterklärung. Ziehen Sie Ihren Antrag zurück und wir garantieren Ihnen, Sie und Ihre Frau kommen wieder frei. Ich weiß, dass von den 38 Unterschriften knapp die Hälfte ihre Unterschrift zurückgezogen haben, die sich nicht mehr zu dieser Protesterklärung bekannt hatten. Ja, ich denke mal, weil man ihn auch gedroht hatte mit Haft. Es war ja nichts weiter als Einschüchterung, das gesamte System. Und es ist natürlich für mich ein wesentlich erschwerter Umstand noch das, also gewesen, dass nun meine Frau nun noch mit inhaftiert war. Und ich will jetzt nicht, es hat anfangs schon gearbeitet. Aber ich wusste auch, wenn du das, es war wirklich nur ein kurzer Moment, wenn du so etwas unterzeichnest, dass du hier einen Rückzieher machst, das ist wie ein Pakt mit dem Teufel, den wirst du nie wieder los. Und das, ich habe mich dann auch so an so verschiedene Situationen, auch vom Elternhaus oder von meinem Bruder, wo ich dann auch gesagt habe innerlich, hier musst du jetzt durch, so hart wie das ist. Und ich hatte nur insgeheim auch immer gehofft, dass das meine Frau so sieht. Und heute weiß ich ja, sie hat genauso gedacht.